Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Goten, Folge 6. Letzte Folge hat unser tapferer Theodor Italien erobert und heute schauen wir uns sein italienisches Königreich an. In Italien angekommen, ergab sich natürlich eine Frage sofort und das war, wo genau sollten die Goten jetzt eigentlich leben? Während des Krieges waren viele Goten in Pavia einquartiert und lebten dann dort dicht gedrängt in den Häusern der Einheimischen, was jetzt natürlich auch nicht unproblematisch war, denn wegen der räumlichen Enge und der unterschiedlichen Lebensweise kam es naturgemäß zu Spannungen. Einen gotischen Untermieter. Genau. Um die Frage der Ansiedlung jetzt zu bewältigen, hat Theoderich deswegen einen gewissen Liberius zum Prätorianerpräfekt ernannt. Das war dann der oberste Zivilbeamte Italiens und der sollte sich jetzt drum kümmern. Und anscheinend war er nicht schlecht dabei, denn er wurde sehr dafür gelobt. Wir haben aber keine genauen Informationen darüber, wie genau er vorgegangen ist, aber anscheinend ist es nicht zur Enteignung gekommen. Was natürlich für aristokratische Geschichtsschreiber sehr wichtig ist. Enteignungen würde bedeuten, dass gewisse Güter an Goten übertragen genau. werden. Genau. Also nicht an den Staat. Genau. Wahrscheinlich hatte er Ländereien, die zu Odoakers Leuten gehört haben, an die Goten gegeben, was natürlich der praktische Nebeneffekt jeder Eroberung ist. Und hinzu sind Ländereien gekommen, die im Laufe des Krieges ihren Besitzern verloren gegangen sind oder aber nur brach lagen. Das würde auch erklären, wieso so viele Goten im Norden gelebt haben, wo ja der Krieg um Italien besonders getobt hatte und wo auch vorher oft der Krieg getobt hatte. Die Hunden waren ja auch in Oberitalien. Man fällt ja eben von dort ein, nicht wahr? Genau. Der Siedlungsschwerpunkt lag also im Norden Italiens, hier vor allem in der Lombardei, aber auch in Mittelitalien, vor allem in der Toskana. Das heißt jetzt nicht, dass es keine Goten im Süden gab, nur halt weniger als im Norden. Und neben diesen Ländereien hatte das wahrscheinlich auch strategische Gründe. Denn vor allem vom Norden und Nordosten war ja mit Angriffen zu rechnen und Theoderich selbst war ja auch von dort gekommen. Nachdem es sich Theoderich jetzt in Italien gemütlich gemacht hatte, sandte er eine Gesandtschaft bestehend aus Senatoren zum neuen Kaiser Anastasios, um seine Stellung jetzt bestätigen zu lassen. Bei der Antwort ließ sich der Kaiser aber viel Zeit, weshalb dann Theoderich eine zweite Gesandtschaft schickte. Einer der Senatoren verband die Bitte Theoderichs aber mit Fragen zum Kirchenstreit. Denn zwischen Papst Gelasius und Anastasius herrschte gerade ein Konflikt, darauf komme ich später zurück, und Anastasius dachte sich, oh, ja, verbinden wir diese Fragen, und er hat dann gehofft, dass Theoderich vielleicht in seinem Sinne Druck auf Rom ausüben würde, was Theoderich aber nicht gemacht hat. Dann, als im Jahr 496 Papst Gelasius gestorben ist, hat Theoderich eine dritte Gesandtschaft geschickt, weil der nächste Papst anscheinend gesprächsbereiter war und die ganze Gesprächssituation deswegen besser war. Und dann dachte sich Theoderich, ah, vielleicht habe ich dann auch bessere Chancen. Und in der Tat, dieses Mal hat Anastasius die Bitte des Theoderichs um Anerkennung akzeptiert. Er bestätigte die umfangreichen Machtbefugnisse, die Theoderich in Italien hatte, und im Gegenzug erkannte Theoderich die Höherrangigkeit des Kaisers an. Und willst du ein bisschen Geschleime von Theoderich an den Kaiser hören? Aber bitte. Also im Jahr 508, ein bisschen später, hat Theoderich an den Kaiser geschrieben und stellte so seine Ansicht dar. Und daher verpflichtet uns eure Macht und Ehre, frömmster Fürst, dass wir ein gutes Einvernehmen mit euch suchen müssen, durch dessen Liebe wir noch weiter Fortschritte machen. Denn ihr seid die herrlichste Zierde aller Reiche, ihr seid der heilbringende Schutz der ganzen Welt, zu dem mit Recht alle übrigen Herrscher aufblicken, weil sie erkennen, dass ihr etwas Eigenartiges an euch habt, am meisten aber wir, die wir mit Gottes Hilfe in eurem Staate gelernt haben, wie wir unparteiisch für die Römer herrschen können. Unsere Herrschaft ist nur eine Nachahmung der euren, die Gestaltung eines guten Vorhabens, das Abbild des alleinigen Reiches. Wie sehr wir euch hierin folgen, umso mehr zeichnen wir uns vor den anderen Völkern aus. Nicht schlecht. Geht runter wie Öl. So hat man damals geschrieben. Warum nicht? Aber
Bei allem Geschleime darf man nicht vergessen, dass Theoderich natürlich auch klar seine eigene Machtposition betont hat. Und er führt übrigens auch seine Fähigkeit, eben unparteiisch zu herrschen, nicht etwa auf seine Jahre als Geisel in Konstantinopel zurück, sondern eben auf Gottes Hilfe. Das heißt, schon ein bisschen emanzipiert. Er nannte sich selbst auch nur König und nicht Kaiser, ließ sich aber mit Dominus und Prinzeps anreden, also dann doch wie ein Kaiser. Dann erließ er nur Edikte und keine Gesetze, und auf Münzen in Italien wurde das Gesicht des Kaisers geprägt und lediglich das Monogramm des Theodorich hinzugefügt. Er bezog auch in Ravenna nicht den Kaiserpalast, sondern ließ sich einen eigenen bauen. Und dieser Palast war dann dem Palast nachempfunden, wo er selbst in Konstantinopel gelebt hatte. Auch Konsuln ernannte er nicht, denn das war das Vorrecht des Kaisers, sondern er schlug sie nur vor. Aber er übte die oberste Gerichtsbarkeit aus. Er ernannte Senatoren und übte auch Kontrolle in der Kirche aus, zumindest zum Teil. Das heißt, vom Habitus verhielt er sich wie ein Kaiser, und das kam anscheinend auch gut in Italien an. Also wenn wir jetzt noch mehr an die Vandalen zurückdenken, wie sie in Afrika waren, da waren sie eine extreme Minderheit und die Goten ja jetzt in Italien eigentlich auch. Genau. Aber man kann sagen, dass Theoderich eben viel geschickter war als die vandalischen Herrscher. Ja, schon. Also er hat sich schon irgendwie eingefügt in dieses System, während die Vandalen, die waren ja eher auf Krawall gefürstet. Also ein Politiker. Genau. Und Theoderich arbeitete eben in diesem Zusammenhang auch eng mit dem Senat zusammen und teilte sich praktisch mit ihm die Regierung. Und dadurch hatte dann Italien zwei Machtzentren: Rom mit dem Senat und Ravenna mit Theoderich. Und auf diese Art und Weise hielt er sich dann eben die römische Oberschicht genehm. Die Leitung des kaiserlich-königlichen Hofes hatten mehrere Amtsträger inne. Darunter war der wichtigste der Magister Officiorum. Der war verantwortlich für das Zeremoniell am Hof und kontrollierte die Staatspost und überwachte den Schriftverkehr und die zuständigen Büros. Der Comes Sacrarum Legationum wiederum sorgte für die Finanzierung außerordentlicher Ausgaben wie Geschenke, immer sehr wichtig als Politiker, und beaufsichtigte entsprechend auch einen Teil der Steuereinnahmen, denn die Geschenke müssen von irgendwas bezahlt werden. Theoderich übernahm auch das große Privatvermögen des Odoaker, auch die Vorteile von Eroberungen, und dieses Vermögen musste natürlich auch verwaltet werden, wozu es einen weiteren Beamten gab, nämlich den Comes Patrimonii. Ferner umgab sich jetzt Theoderich auch mit einem gotischen Hofrat. Es gab zwar auch einen regulären, der nur aus Römern bestand, aber der hatte unter Theoderich keinen Einfluss, weil er sich stattdessen lieber auf seine eigenen gotischen Leute als Berater stützte. Auch nachvollziehbar. Theoderich war nämlich die Eigenständigkeit der Goten wichtig. Denn sie gingen auch nicht einfach in der italienischen Bevölkerung auf, sondern blieben eigenständig. Und zu diesem Zweck führt er neben den bestehenden Ämtern auch das Amt des Stadtkomes ein, was er mit einem Goten besetzte. Auf die Art und Weise konnte auch Goten besser an sich binden, weil er Ämter zu verteilen hatte. Und diese Comites, also Plural von Comes, fungierten in erster Linie als Richter in Streitfällen zwischen Goten oder auch in Streitfällen zwischen Goten und Römern, wobei in dem Fall dann auch römische Richter mit hinzugezogen wurden. Also ziemlich schlau. Genau. Und das ist auch der Fall, den ich schon vor ein paar Folgen erwähnt hatte, dass gotische Richter hinzugezogen werden, wo dann der Papst sich aufgeregt hat, weil es auch bedeutet hat, dass jetzt irgendwie Bischöfe auch einen gotischen Richter vor sich haben, wenn es jetzt einen Streitfall gab. Aber das war das, was hier jetzt gerade geschildert wurde. Aber auch Theoderich selbst wurde in den Streitfällen angerufen, damit er sie entscheiden kann. So gab es den Fall, in dem eine aus der Senatsaristokratie stammende Römerin namens Juvenalia sich beschwert hatte, dass ein Prozess, den sie geführt hat, der sehr existenziell für sie war, wo es um Besitzansprüche ging, sich ewig hingezogen hat. Daraufhin wandte sich ihm an Theoderich und der befahl jetzt, dass die Juristen beider Parteien den Fall innerhalb von 2 Tagen klären sollten. Und das gelang ihnen dann auch. Theoderich ließ sie aber trotzdem zur Abschreckung enthaupten.
Was hätte er wohl mit ihnen gemacht, wenn sie länger gebraucht hätten? Sie vielleicht besonders langsam enthauptet? Lieber nicht vorstellen. Also er ist schon ein sehr, wie sagt man, rigoroser Herrscher. Ja, genau. Aber es gibt auch etwas salomonischere Beispiele, wie zum Beispiel den Fall einer Witwe, die ihren Sohn aus den Augen verloren hat. Und als er dann zurückgekommen ist, hat sie ihn verleugnet. Die genauen Hintergründe des Falles kenne ich nicht, aber anscheinend wollte sie ihn nicht wieder annehmen. Der Sohn wollte jetzt aber seinen Erbanspruch geltend machen, was ja auch sein gutes Recht war. Also wandte er sich an Theoderich. Vor Gericht hat die Frau ihn aber trotzdem verleugnet, also ihren Sohn. Und da hat Theoderich sich dann gedacht, okay, wenn er nicht dein Sohn ist, dann kannst du ihn ja auch heiraten. Also er wollte sie zwingen, den Sohn zu heiraten. Genau, damit sie auf die Art und Weise gezwungen ist, dann doch zuzugeben, dass sie die Mutter ist. Weiß man, wie das ausgegangen ist? Ist wieder jemand geköpft worden? Wahrscheinlich. Also der Sohn hat den Fall jedenfalls gewonnen, das weiß ich. Also okay. Weil sie dann eben zugegeben hat, wer sie war. Aber ich weiß nicht, ob sie geköpft wurde. Wahrscheinlich. Das bedeutet natürlich noch mehr Erbe für den Sohn. Darüber hinaus galt Theoderich auch als großer Bauherr. Er baute unter anderem homöische Kirchen und Paläste, wobei nicht immer ganz klar ist, ob er die Paläste jetzt neu bauen ließ oder nur erneuerte. Neubauen klingt natürlich besser. Seine Bautätigkeit konzentrierte sich dabei vor allem auf Oberitalien, dort saßen ja auch die Goten, und ein bisschen auf Rom. Dabei war er interessanterweise auch baufreudiger als Kaiser Honorius oder Valentinian. Was ja vor allem deshalb interessant ist, weil die Goten ja keine Bautradition hatten, weil sie ja ständig unterwegs waren. Und wahrscheinlich war hier Theoderich dann durch seine Zeit in Konstantinopel geprägt. Schauen wir uns jetzt das Verhältnis zwischen den Goten und den Römern an. Das ist natürlich eine sehr delikate Angelegenheit. Denn die Goten waren ja als Eroberer nach Italien gekommen. Das heißt, es galt erstmal sein Image aufzupolieren, damit sie auch von der Bevölkerung akzeptiert werden. Denn man war ja, wie du auch vorher schon erwähnt hast, nur eine sehr geringe Minderheit von vielleicht 2%, wenn es hochkommt. Und deshalb hat Theoderich sehr stark die Civilitas betont. Das hieß, bei diesem Konzept ging es darum, dass es unter einem König und einem Recht zwei Völker gibt, die aber aufeinander angewiesen sind und deshalb einmütig zusammenleben müssen. Dabei hat er auch die Schutzfunktion der Goten für Italien betont und wie vorbildlich die Goten unter den Barbarenvölkern waren. Das haben wir auch im Zitat vorhin gesehen, mit dem unter allen Barbaren zeichnen wir uns noch aus. Jedoch kam es natürlich auch oft zu Disziplinlosigkeiten und Übergriffen. Ich meine, wenn man es über Jahre hinweg gewohnt ist, ständig zu plündern, ist es auch schwierig aufzuhören. Und das war natürlich für die Eintracht eher weniger günstig, weshalb dann Theoderich in solchen Fällen sehr schnell reagiert hat und dann den entsprechenden Grundbesitzern Entschädigungszahlungen geleistet hat. Die gotischen Soldaten besaßen natürlich ein großes Selbstbewusstsein und fühlten sich auch zu Recht als militärische Elite. Dementsprechend lag man sehr großen Wert darauf, die Jugend früh ins Kriegshandwerk einzuführen. Und das bedeutete, man übte Bogenschießen, Speerwerfen und übte Scheingefechte. Während die Kriegsausbildung eine wichtige Rolle gespielt hatte, war jetzt Lesen und Schreiben und Grammatikunterricht jetzt nicht so wichtig wie die Goten, anders als für die römischen Kinder. Aber für einige Amaler, also das Königsgeschlecht der Goten, ist überliefert, dass einige von denen eben durchaus eine römische Bildung genossen haben. Theoderichs Tochter, Amalas Winter zum Beispiel, konnte nicht nur Latein, sondern sogar auch Griechisch. Sein Enkel Atalarich erhielt Grammatikunterricht, seine Nichte Amala Birger war wissenschaftlich gebildet und sein Neffe Theoderhard kannte sich sogar mit der römischen Literatur und platonischen Philosophie aus. Also weil du jetzt hier zwei Beispiele von Frauen nennst, die diese Bildung genossen haben, ist das was Außergewöhnliches für die damalige Zeit, dass die Goten irgendwie auszeichnet, oder hat das einfach damit zu tun, dass das Angehörige der Oberschicht waren? Ich vermute, das hat was damit zu tun, dass es wirklich Angehörige der Oberschicht waren. Für die Goten war es vielleicht dann trotzdem außergewöhnlich,
Andererseits waren jetzt für die Frauen militärische Sachen jetzt nicht so wichtig. Sie haben ja nicht dort gekämpft. Aber allgemein, auch bei Aristokratinnen, ist es jetzt nicht so ungewöhnlich gewesen bei den Römern, dass sie jetzt auch gebildet waren. Weil, was willst du den ganzen Tag ja machen? Du arbeitest ja nicht selbst, dafür hast du deine Sklaven und dann liest du halt. Okay. Okay, dann, was das Heer anbetraf, musste Theoderich seine Truppen natürlich zusammenhalten und überwachen, als guter Feldherr. Und zu diesem Zweck lud er die meisten seiner Krieger einmal im Jahr zu sich an den Hof ein und verteilte dort Geschenke. Die wurden, wie gesagt, von Steuerzahlungen finanziert. Darüber hinaus bereiste er auch Italien, um seine Truppen zu inspizieren. Und bei dieser Gelegenheit rief er auch die Goten dazu auf, sich der Lebensweise der Römer anzupassen. Dazu gehörte auch, dass die Goten aufhören sollten, ihren Toten Grabbeigaben beizulegen. Und dadurch, dass die Goten, vor allem die Großen natürlich, selbst dann zu Grundbesitzern geworden sind und sozial höher gestellt waren, hat man sich eh automatisch an die Gepflogenheiten der römischen Oberschicht angepasst. Sicher mussten die Goten auch Latein lernen. Denn die Sprache war ja in der Verwaltung benutzt worden, sowie in der Rechtsprechung und gerade wenn Römer beteiligt waren. Und auch im Militär dürfte Latein eine große Rolle gespielt haben. Denn das italienische Heer bestand nicht nur aus Goten, sondern auch aus Römern und teilweise anderen Truppen. Und wer Mitglied des Senats werden wollte, muss natürlich auch Latein können. Der umgekehrte Fall, dass Römer Gotisch konnten, war aber sehr selten. Also es gibt zwar den Fall des Römers Cyprianus zum Beispiel, der sogar seinen Kindern Gotisch beigebracht hat, das blieb aber die Ausnahme. Dementsprechend hat das Gotische dann auch kaum Spuren in der italienischen Sprache hinterlassen. Im Laufe der Zeit kam es dann auch zu Eheschließungen zwischen Goten und Römern, wobei interessanterweise die religiösen Unterschiede zwischen Katholiken und Homöern anscheinend keine Rolle gespielt haben. Auch hatten sich die Goten ja an die römische Lebensweise angepasst und hatten dann auch Grundbesitz und waren mächtig. Und welche römische Frau hätte sich denn nicht gerne einen feschen Goten geangelt? Ja, die Liebe bezwingt alles. Ja. Vor allem, wenn die Liebe so viel Macht und Geld hat. Nein. Okay, Das das war ist gemein. deine Ansichtsweise. Deine zynische Ansichtsweise. Die Amaler, also eben das Königsgeschlecht selbst, hat übrigens zur Zeit Theoderichs keine Römerinnen geheiratet. Theoderich schlug sogar das Angebot aus, Anicia Juliana, die Tochter des Kaisers Olybrius, zu heiraten. Womöglich fürchtete er, dass den daraus entstehenden Kindern an Akzeptanz bei den Goten mangeln würde. Über seinen Enkel Atalarich zum Beispiel ist überliefert, dass sich die Goten an seiner römischen Schulerziehung gestört hätten. Verweichlicht und dekadent. Genau. Aber wir wissen, Theoderich wusste seine weibliche Verwandtschaft durchaus diplomatisch einzusetzen. Und das sehen wir dann auch in der nächsten Folge. Später gab es dann aber dann doch Mischehen, wobei es dann interessanterweise so war, dass dann Amalerinnen männliche Römer geheiratet haben und nicht umgekehrt. Theoderichs Enkelin, Matthias Winter zum Beispiel, heiratete Germanus, den Neffen des Kaisers Justinian, zwar der Nachfolger vom Nachfolger von Anastasius, und eine andere Amalerin heiratete den Konsul Flavius Maximus, den Nachkommen des Kaisers Petronius Maximus. Für die, die sich nicht mehr erinnern, das war einer der späteren, sehr kurzlebigen Kaiser, der sich nicht halten konnte, weil er vom Senat erhoben wurde und keine militärische Erfahrung hatte. Und würdest du sagen, der Grund, dass eben nur gotische Frauen an Nicht-Goten verheiratet wurden, aber nicht andersrum war, dass man befürchtet hat, dass wenn ein gotischer Mann eine nicht-gotische Frau heiratet, die Legitimität der Erben in Frage gestellt wird? Das ist schwierig. Also ich bin nicht sicher. Ich glaube, was man vielleicht ein bisschen berücksichtigen sollte, die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, waren ein bisschen später, nach Theoderich. Vielleicht war Okay. es Theoderich, der diese Überlegungen hatte und später dachte man sich, ja, nee. Und was man ja bedenken muss, die Beispiele, die ich gebracht habe, waren ja hier der Neffe des Kaisers oder ein Nachkomme des Westkaisers. Das ist ja unglaublich viel Prestige. Und sagen kann, ja,
Es gab auch natürlich auch unterschiedliche Strömungen unter den Goten, die sich jetzt unterschiedlich positioniert haben zur römischen Kultur. Es gab auch welche, die sich ganz klar angepasst haben, auch eingeordnet haben, und für die war es zum Beispiel kein Problem. Okay, schauen wir uns jetzt das Verhältnis zur katholischen Kirche an. Der homöische Glaube der Goten scheint keinen großen Anschluss in der Bevölkerung erregt zu haben und nicht einmal bei den Bischöfen sogar. Man war ja die Existenz von Homöern schon gewöhnt, weil es in der Vergangenheit schon homöische Heermeister gab wie Ricimer oder Gundobad oder auch zuletzt den König Odoaker. Die Goten selbst waren ebenfalls sehr tolerant und hatten jetzt auch nichts gegen den Katholizismus der Römer und man hatte auch keine Probleme mit Konversionen von Goten anscheinend. So ist auch davon auszugehen, dass zum Beispiel Gotinnen, die jetzt Römer geheiratet haben, katholisch waren. Und auch Theodorichs Mutter, Ereliva, ist zum Katholizismus konvertiert und hat sich dann den Namen Eusebia gegeben. Theodorich hat auch keine katholischen Kirchen enteignet, um sie dann den Homöern zu geben, sondern, anders als jetzt die Vandalen zum Beispiel, hat er dann einfach homöische Kirchen selbst gebaut, wenn die Gemeinde eine gebraucht hat. Ein Beispiel für so eine Kirche ist auch die Palastkirche in Ravenna, die ursprünglich eine Christuskirche war und Goldener Himmel hieß. Erst seit dem 8. Jahrhundert benannte man sie um in Santa Apollinare Nuovo. Ich werde euch ein paar Bilder hochladen, weil es eine echt schöne Kirche ist. Zur katholischen Kirche hat man auch ein gutes Verhältnis gepflegt. Das Verhältnis zum Papst spielte dabei aber keine große Rolle. Er war zwar natürlich wichtig, weil der Papst, aber jetzt wirklich intensiv war das Verhältnis jetzt trotzdem nicht. Theodorich war eher darum bemüht, nicht in Streitigkeiten hineingezogen zu werden, die natürlich gekommen sind. Der Papst suchte jetzt ebenfalls nicht unbedingt die Nähe zum König. Der Papst hat eigentlich sogar davon profitiert, dass Theodorich ein homöischer König war. Denn dadurch konnte er nicht die Stellung eines rechtgläubigen Kaisers einnehmen und auf die Idee kommen, in die Kirche hineinregieren zu wollen. Das heißt, dadurch besaß der Papst ein größeres Spielraum in seiner eigenen Politik. Und es war auch deshalb praktisch, weil es eben momentan Spannungen zwischen Ost und West gab. Ich hatte ja erwähnt, dass als eine Gesandtschaft Theodorichs nach Konstantinopel gekommen ist, um die Anerkennung des Königs zu erwirken, Kaiser Anastasius ja dafür wollte, dass Theodorich Druck auf den Papst ausübt. Worum ging es jetzt mit dieser Angelegenheit? Also, ich hatte ja schon den Streit zwischen den Nizänern und den Homöern erwähnt. Dabei ging es um das Konzil von Nizäa im Jahr 325 und dort wurde ja Arius verurteilt. Doch für ein paar Jahrzehnte kam es dann zum Kirchenkampf zwischen Nizänern und Homöern und erst im Jahr 381 wurden sie dann auf einem weiteren Konzil beigelegt. Also zumindest im Römischen Reich. Aber nachdem jetzt die Frage geklärt war, kam es zu weiteren Streitigkeiten. Theologisch ging es dabei jetzt um die Frage, wie genau man sich die göttliche und die menschliche Natur in Christus vorzustellen habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab Streit. Dann kam man zu einem weiteren ökumenischen Konzil zusammen. Das war in Ephesus im Jahr 431. Das war das dritte. Und es wurde nicht wirklich besser. Und dann im Jahr 451, also 20 Jahre später, wurde dann erneut ein ökumenisches Konzil einberufen in Chalkedon. Und es wurde noch schlimmer. Okay. Denn es kam de facto zu einer Spaltung zwischen den Konzilsanhängern und den Konzilsgegnern. Die Anhänger nennt man Chalkedonier, weil das Konzil in Chalkedon war. Und die Gegner nennt man in der älteren Literatur Monophysiten. Mittlerweile präferiert man jetzt den Begriff Miaphysiten oder einfach nur Konzilsgegner. Ist das der politisch korrekte Ausdruck? Genau. Ja, aber das kann man auch gut begründen, weil die Formel, die die Miaphysiten geprägt haben, war eine Natur des fleischgewordenen Logos. Das war praktisch Miaphysis und so weiter. Und von diesem Miaphysis leitet man den Begriff Miaphysiten ab. Während der Begriff Monophysiten, der ist eigentlich erst im 7. Jahrhundert entstanden und war eine Polemik gegen Miaphysiten und deswegen mögen die es nicht so sehr. So wie du Homöer sagst, statt Ariana zum Beispiel. Genau, auf derselben Stufe ist es praktisch. Und jetzt war es so, die Kirche
war polyzentrisch, also man hat jetzt nicht nur Rom gehabt und alle anderen sind Untergebene, sondern es gab im Prinzip zu dem Zeitpunkt fünf Patriarchenstühle. Das waren Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem. Und die hatten praktisch ihre eigenen Jurisdiktionsgebiete. Und zum Beispiel aus dem Patriarchen von Rom ist halt dann eben die römisch-katholische Kirche hervorgegangen. Und der hatte als Gebiet fast ganz Europa und Nordafrika. Konstantinopel hatte den Süden des Balkans, wo es auch immer wieder Streitigkeiten gab mit Rom, wer was kriegt. Und das Gebiet der heutigen Türkei ungefähr. Alexandria hatte Ägypten und alles, was südlich davon war. Und den Osten Libyens. Antiochia hatte ganz Mesopotamien und Jerusalem hatte Palästina mit der Sinai-Halbinsel. Und wobei Jerusalem nicht so wichtig war. Also die wichtigsten wirklich waren Rom, Konstantinopel, Antiochia und Alexandria. Und da war es jetzt so, Rom und Konstantinopel waren ganz klar für das Konzil. Alexandria war sehr klar dagegen. Und Antiochia war immer super umstritten. Es hat immer wieder gewechselt. Und jetzt war es so, okay, wir haben jetzt einen Streit und den müssen wir jetzt irgendwie lösen, natürlich, weil Streit ist nie gut. Und den ersten Schritt in die Richtung hat dann der Bischof Akakios von Konstantinopel gemacht. Er war für das Konzil und hat jetzt ein Vereinigungsdokument abgefasst, namens Henotikon, also wird es in den Quellen genannt. Das kommt vom griechischen Wort henosis, was Einigung heißt. In diesem Dokument hat er sich jetzt zu den ersten drei ökumenischen Konzilien bekannt, also Nizäa, Konstantinopel und Ephesus und den sogenannten 12 Anathematismen Kyrills. Das ist ein bestimmter theologischer Text gewesen. Das Konzil von Chalkedon wiederum hat einfach verschwiegen. Also er hat jetzt nicht verurteilt, weil er war ja dafür, aber jetzt auch nicht erwähnt, weil die Miaphysiten es ja nicht hören wollten. Und mit diesem Dokument ist er zu Petros Mongos gegangen, das war der Bischof von Alexandria, und auf Grundlage dieses Dokumentes wollte er jetzt die Kirchengemeinschaft mit ihm aufnehmen. Also einfach, ja, reden wir einfach nicht über unsere Uneinigkeit und vertragen uns. Und das hat sogar funktioniert. Also fast. Also Petros Mongos hat dann tatsächlich die Gemeinschaft mit ihm aufgenommen, aber das führt natürlich zu noch mehr Spaltungen. In Ägypten zum Beispiel war es so, dass mehrere Mönche sich jetzt losgesagt haben und gesagt haben, wie kannst du mit diesem Heretiker Gemeinschaft aufnehmen? Diese Mönche nannte man dann Akephaloi, das heißt die Kopflosen, weil sie ja jetzt keinen Bischof mehr hatten, weil sie sich hier abgespalten hatten. Und bei den Chalkedoniern ist jetzt Rom gekommen und hat gesagt, wie kannst du mit diesem Heretiker Gemeinschaft aufnehmen? Also kam es zum Streit und jetzt hat Rom Konstantinopel die Gemeinschaft aufgekündigt. Man spricht hierbei vom sogenannten Akakianischen Schisma, benannt nach dem Bischof Akakios. Also wieder die traurige Situation, dass jemand eigentlich zwischen zwei Streitparteien schwichten wollte und dann in die Mitte des Konflikts kommt. Genau. Und jetzt haben wir nicht nur eine Spaltung, sondern jeweils noch weitere Spaltungen innerhalb der beiden Parteien. Also eigentlich vier Parteien. Akakios. Ja, und natürlich waren jetzt die Kaiser zum Beispiel darum bemüht, ebenfalls diesen Streit zu schlichten, weil es ja Aufgabe des Kaisers war, für Ruhe zu sorgen und den rechten Glauben zu schützen. Und dann ist Streit natürlich immer schlecht. Und deshalb wollte Kaiser Anastasius, dass Druck auf Rom ausgeübt wird, damit er wieder die Gemeinschaft mit Akakios und dann seinen Nachfolgern aufnimmt. Was Rom natürlich nicht gemacht hat. Dann ist dann eben in den 94ern Theodorich nach Italien gekommen und dort war gerade Gelasius Papst und sagen wir mal, er war ein eher unflexibler Charakter in der Hinsicht. Als er dann aber im Jahr 496 gestorben ist, folgte auf ihn Anastasius II., der anscheinend gesprächiger war. Gemeinsam mit Theodorich sandte man jetzt eine Gemeinschaft unter Führung des Festus nach Konstantinopel, um die Sache anzusprechen. Und es war dann auch bei dieser Gelegenheit, als Theodorich seine gewünschte Anerkennung erhalten hat. Auf kirchlicher Ebene hat sie doch nichts bewegt. Und dann, bereits im Jahr 498, also nach gerade mal 2 Jahren, ist dann Papst Anastasius gestorben und danach kam es zur Doppelwahl. Das heißt, es gab
zwei Parteien, die zwei Päpste gewählt haben. Einer war ein gewisser Symmachus aus Sardinien, das damals vandalisch war. Der wurde dann in der Lateranbasilika zum Papst geweiht. Und hinter ihm standen jene Kreise und jene Kleriker und Senatoren, die gegen einen Ausgleich mit Konstantinopel waren. Es gab aber auch eine pro-oströmische Partei unter Petronius Probus und den vorhin erwähnten Festus. Und hinter dieser Partei standen vor allem die alten, einflussreichen stadtrömischen Senatorenfamilien. Diese wählten dann den Presbyter Laurentius zum Gegenpapst und voilà, das laurentianische Schisma war geboren. Also wir haben das Schisma wegen Chalkedon, dann wegen Acacius und jetzt noch ein drittes Unterschisma wegen Laurentius. Genau. Prima. Und jetzt wandte man sich an Theoderich, um jetzt diesen Streit zu schlichten. Und das ist schon ein bisschen interessant, wenn man bedenkt, dass Theoderich ja selbst Homer war, also eigentlich noch heretischer als die anderen. Aber andererseits war deswegen vielleicht ein bisschen neutraler. Zwar vielleicht Überlegung. Aber oder eigentlich schon dachte, ähnlich, oder? Schon, ja. Überhaupt, dass man zum König rennen muss, weil man nicht in der Lage ist, sich selbst, ist irgendwie wie im Schulhof, wie wo dann auch ein Lehrer rufen muss. Genau. Und Theoderich hat jetzt natürlich kein großes Interesse, in diesen Streit hineingezogen zu werden. Ein neues Schisma. Ja, und dann deswegen hat er einfach formal juristisch argumentiert und gesagt, okay, Symmachus wurde zuerst geweiht und er hatte auch die Mehrheit der Bischöfe hinter sich, also ist er jetzt Papst. Punkt. Natürlich hat man als guter Untertan den königlichen Schiedsspruch formal anerkannt. Also zumindest insofern, dass man jetzt nicht den König angegriffen hätte oder ihm die Entscheidungsgewalt abgesprochen hätte. Aber natürlich war die Geschichte nicht gegessen. Die Fronten blieben erhalten und verschärften sich. Viele waren unzufrieden mit dem sehr konfrontativen Kurs des Symmachus und seiner Führung. Und so nutzten die Anhänger des Laurentius die nächstbeste Gelegenheit, um Symmachus beim König anzuschwärzen. Vorgeworfen wurde ihm, dass er das Osterfest am falschen Datum gefeiert hatte. Denn anstatt den alexandrinischen Kalender zu benutzen, wie es Brauch war, auch in der römischen Kirche, benutzte er den römischen Kalender, weshalb die Christenheit nicht gemeinsam Ostern feiern konnte. Denn er feierte am 25. März anstatt am 22. April. Das klingt jetzt eigentlich relativ harmlos. Ja, ja, aber natürlich wird es noch besser. Symmachus ging jetzt natürlich nach Ravenna, also dort wurde er einbestellt. Und er dachte sich, okay, klären wir das, ist ja kein großes Ding, wie du gesagt hast. Er machte sich also auf den Weg und legte aber mittendrin Rast ein in Rimini. Und als er dort am Strand war, sah er dort einige Frauen, die er angeblich mal verführt haben soll. Also als Papst. Und dann ging es ihm auf, dass es wohl nicht nur um Ostern ging. Kannst du da ein bisschen mehr ins Detail gehen? Also wieso er die als Papst verführt haben? Also es wurde anscheinend vorher schon mal Anklage gegen ihn erhoben, dass er eben sehr unpäpstlichen Umgang mit diesen Frauen hatte. Also es gab Streit und wahrscheinlich wurde es dann irgendwie beigelegt, aber jetzt, wo er die Frauen dann wieder gesehen hat, dachte er sich, okay, ist es wohl nicht nur Ostern, wenn diese Frauen jetzt wieder auftauchen, und er ist dann nach Rom abgehauen. Wobei wir bei dieser ganzen Geschichte natürlich auch aufpassen müssen, denn rein zufällig hält er genau in Rimini Rast, rein zufällig geht er dann zum Strand und rein zufällig ist er genau zu dem Zeitpunkt da, wo auch die Frauen dort sind. Und es sind irgendwie sehr viele Zufälle. Erst recht, wenn man bedenkt, wie unterhaltsam die Geschichte ist. Also wahrscheinlich war es schon eher so, er hat sie halt auf dem Weg nach Ravenna gemacht und dann wurde ihm zugesteckt, dass es nicht nur um diese eine Sache geht, sondern um mehr. Und dann ist er eben zurückgekehrt nach Rom. Und ich vermute mal, dass die Details mit den Frauen, die natürlich sehr witzig ist, nicht ganz unbedingt so hundertprozentig authentisch ist. Aber als er dann geflohen ist, um Mitternacht natürlich, haben ihm seine Gegner
dies als Schuldeingeständnis ausgelegt. Das hat er natürlich dann ausgenutzt, um jetzt die Anklage, welche überraschend, auszuweiten. Und jetzt haben sie ihn auch vorgeworfen, dass er Kirchenvermögen verschleudert hätte. Theoderich schickte daraufhin auf Verlangen der Laurentianer Petrus, den Bischof von Altino, als Visitator nach Rom, um sich die Sache jetzt anzuschauen. Und dadurch wurde Theoderich weiter in die Angelegenheit hineingezogen, was er eigentlich nicht wollte. Symmachus berief jetzt als Reaktion darauf im Jahr 501 ein Konzil ein, weil Konzilien ja alle Probleme lösen, und darin hat er das Dekret, wonach Veräußerung von Kirchenbesitz verboten war, für ungültig erklärt. Er hat nämlich argumentiert, ja, das war ja ein Laie, die das Dekret gemacht hat, also gilt es jetzt nicht. Natürlich wollte er jetzt nicht als einer dastehen, der sich jetzt an Kirchenvermögen vergreift, also hat er selbst ein Verbot von der Veräußerung von Kirchengütern erlassen, das sogar noch viel umfassender war. Dann, im Jahr drauf, kam es zu einem neuen Konzil, das vom König einberufen wurde, um jetzt das Schisma endlich zu beenden. Und Symmachus hat erklärt, dass er erst teilnehmen werde, wenn er wieder in all seine Rechte eingesetzt würde, die ihm seine Gegner genommen hätten. Das wäre natürlich einem Freispruch gleichgekommen, noch bevor das Konzil überhaupt angefangen hat. Und dementsprechend hat dann Theoderich sich geweigert. Aber dann im selben Jahr noch wurde ein neues Konzil einberufen. Symmachus erschien, doch dann kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien, bei denen anscheinend sogar einige Kleriker gestorben sind. Also wie viele Konzilien sind jetzt da einberufen worden innerhalb weniger Jahre? Einige. Ich habe es nicht gezählt. Chalkedon war ja erst das vierte eigentlich und dann innerhalb kürzester Zeit viele. Ja, nee, aber Chalkedon war ein ökumenisches Konzil. So. Während die anderen, das waren lauter lokale Konzilien, um diesen einen Streit zu schlichten. Okay. Und Symmachus wurde anscheinend auch selbst verwundet und musste dann aus der Kirche flüchten. Und einige Bischöfe haben daraufhin auch Rom und das Konzil verlassen und das Konzil ist dann geplatzt. Jetzt forderte man ein neues Konzil und diesmal in Ravenna, wo die Situation möglicherweise friedlicher ist. Aber Theoderich hat sich geweigert und gesagt, sie sollen ihren Kram in Rom regeln. Aber wenn es nicht anders geht, würde er persönlich nach Rom kommen. Also kulant war er dann, zumindest damals. Es gab also ein neues Konzil, aber Symmachus weigerte sich zu kommen, weil er trotz königlichen Schutzes um seine Sicherheit gefürchtet hat. Was auch ein bisschen nachvollziehbar war nach der Aktion. Die Synode, also das Konzil, wandte sich jetzt wieder an Theoderich, der jetzt sehr genervt reagiert hatte und ihnen klar machte, dass sie selbst sich um ihre kirchlichen Belange kümmern sollen. Und jetzt hat er dann weiter unter Druck gesetzt und daraufhin wurde dann Symmachus freigesprochen. Ich frage mich, ob er zu dem Zeitpunkt es vielleicht bereut hat, Italien erobert zu haben. Ja, immer diese Bischöfe. Also man hat echt Mitleid mit den Kaisern, wenn sie diese Streite da vor sich haben. Aber obwohl Symmachus freigesprochen wurde, haben die Anhänger des Laurentius nicht locker gelassen und haben es Laurentius, der da noch in Ravenna war, nach Rom geholt, wo er weitere 4 Jahre als Gegenpapst amtiert hat. In Rom herrschten während dieser Zeit dadurch bürgerkriegsähnliche Zustände mit Straßenschlachten und Theoderich fühlt sich bewusst neutral. Was genau waren die Interessen der beiden Parteien? Ging es also wirklich nur darum, wie man sich gegenüber dem Osten verhält? Anscheinend, also es war das Hauptproblem. Wobei ich auch angedeutet hatte, dass man ja auch die alteingesessenen Senatorenfamilien zum Beispiel kaiserlich waren, während die anderen Senatoren dann eher pro Laurentius waren. Das heißt, möglicherweise gab es ja noch eine andere Konkurrenz innerhalb der Senatorenschicht zum Beispiel. Nachdem sich die Beziehungen zum Osten aber verschlechtert hatten, also zwischen Ravenna und Ostrom, hat jetzt Anastasius, also der Kaiser, versucht, zugunsten des Laurentius Einfluss zu nehmen. Und jetzt hat sich Theoderich wieder eingeschaltet. Denn es ist ja eine Sache, wenn jetzt die Leute unter sich streiten, aber eine andere, wenn der Kaiser anfängt, sich einzumischen und versucht, Einfluss in Italien auszuüben. Also
hat Theoderich jetzt den Laurentianern alle ihre Kirchen weggenommen, die sie besetzt hatten, und ganz klar gesagt, Symmachus ist der Papst. Endgültig wurde das Schisma dann aber erst beigelegt, nachdem im Jahr 514 Symmachus gestorben ist und dann Hormisdas sein Nachfolger wurde, der noch von allen anerkannt wurde. Und Hormisdas war in der Frage des akakianischen Schismas konfrontativ ausgerichtet. Denn dieses Schisma gab es ja noch. Und das wurde dann auch erst im Jahr 518 nach dem Tod des Kaisers Anastasius beendet. Danach machte man in Konstantinopel den Römern Zugeständnisse und hat jetzt Akakios und seine Nachfolger verurteilt. Theoderich hat dies begrüßt, weil er selbst zu dem Zeitpunkt gute Beziehungen zum Osten haben wollte, weil er an seine Nachfolger gedacht hat und die eben geregelt haben wollte und wollte auch eben mit dem Osten abstimmen. Das sehen wir dann auch nächste Folge nochmal genauer. Andererseits hatte diese Annäherung zwischen Rom und Konstantinopel auch negative Seiten für Theoderich. Denn Spannungen zwischen Konstantinopel und Rom waren ja für ihn selbst gut, denn solange diese bestanden, war ja der Einfluss des Kaisers in Italien gemindert. Und wir erinnern uns, mit des akakianischen Schismas hatten deshalb auch die Verfolgungen im Vandalenreich abgenommen, weil die auch nicht mehr den Kaiser fürchten mussten. Okay, das war's jetzt für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Trinkgeld da oder auch eine positive Rezension auf iTunes oder auf YouTube, wo wir jetzt auch bald sind. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Diese Bischöfe. Ja, was soll man da sagen? Ich finde es immer noch schade, weil ich würde doch behaupten, dass Akakios es wirklich gut gemeint hat. Ja, warum ist es richtig fies? Es war nicht nur so, dass Akakios verurteilt wurde, sondern er ist ja dann auch irgendwann gestorben und all seine Nachfolger wurden auch automatisch von Rom verurteilt, weil seine Nachfolger natürlich nicht Akakios verurteilen wollten, weil es war ja ihr Vorgänger. Und darum hat Rom gesagt, ja okay, dann seid ihr auch verurteilt. Also er hat zwar gesagt, ja, ich erkenne euch an, dass ihr rechtgläubig seid, aber ihr seid immer noch Schismatiker, weil ihr Akakios nicht verurteilt. Und erst als selbst diese auch noch verurteilt wurden, wurde das Schisma gelöst. Also ist echt, echt gemein. Ja, das waren die Hotliner dann. Ja, ja, und das ist irgendwie fatal, weil dann der Streit sich ja über den Tod der Leute selbst einfach hinaus fortgepflanzt hat, weil alle Nachfolger einfach darauf beharrt hatten, dass der Vorgänger recht hat und dann, ja. Aber es ging dann einfach um Macht oder wahrscheinlich hat Rom befürchtet, nachdem das Kaiserreich da oder das römische Westreich untergegangen ist, einen Einfluss zu verlieren? Das ist schwer zu sagen. Also das Problem ist, das Selbstverständnis war ja, man befindet sich in einer ganzen Linie rechtgläubiger Päpste. Und deswegen kannst du ja nicht die Position des vorherigen Papstes aufgeben, weil es hieß ja, dass das Papsttum sich geirrt hat und damit schwächst du da auch deine eigene Legitimation oder dein eigenes Prestige. Das heißt, jeder Papst danach hatte auch aus diesem Grund einfach ein Interesse daran, nicht nachzugeben. Und seit Papst Leo, also im 5. Jahrhundert, haben die Päpste auch immer stärker diesen Primatsanspruch formuliert, dass sie gesagt haben, wir sind der wichtigste Stuhl in der Kirche und dann kann man erst recht nicht nachgeben. Also das hat auch eine Rolle gespielt. Okay. Okay.